Die meisten Rohstoffpreise sind deutlich gefallen die letzten Monate. Der Uranpreis ist aber stabil. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Warum ist es so? Hat die Kernenergie und hat Uran eine Zukunft und sollte man als Anleger darauf setzen? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Kernenergie hat einen neuen Fan. Greta Thunberg hat anscheinend bei Maischberger gesagt, wenn man die Kernkraftwerke doch schon mal hat, dann wäre es wahrscheinlich ein Fehler, die jetzt abzuschalten. Daraufhin natürlich Wutgeheul bei vielen Kernenergiegegnern und bei vielen Grünen. Und ich habe es neulich ja schon mal gesagt, grüner zu sein ist zurzeit kein Spaß. Unter einer Ampelkoalition mit bemerkenswerten Entscheidungen ja. Mit einem klaren Bekenntnis erstmal wieder zu Braunkohle und Steinkohle. Mit einem 200 Milliarden Euro Subventionsprogramm für die fossile Energie Erdgas über die Gaspreisbremse. Und außerdem ja auch noch ein 100 Milliarden Euro Sonderetat für die Bundeswehr. Seit 40 Jahren die erste Bundesregierung, die den ganzen Müslis und Friedensspinnern wirklich mal klare Kante zeigt. Und jetzt eben auch noch die Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke und dann auch noch der Greta-Schock, wie die Taz hier schreibt. Da kann einem natürlich schon, wenn man ein wütender, weißer, alter Kernenergiegegner ist, das Messer mal aufgehen in der Tasche. Undankbare Göre. Und für die Generation haben wir den Kopf hingehalten im Stahlgewitter von Wackersdorf. Aber Scherz beiseite, wir wissen natürlich alle, das Ganze wird uns ja aufgezwungen, auch in einer unglaublich schwierigen Lage. Und wir reden ja auch nicht wirklich von einer großartigen Laufzeitverlängerung, sondern es geht wirklich um lächerliche drei Atomkraftwerke bis April. Nur dass die Debatte an sich ja auch schon ziemlich lächerlich war, weil sich dadurch ja nicht wirklich was ändert. Und es ist natürlich auch keine Rückkehr zur Kernenergie in Deutschland. Global gesehen ist es aber natürlich schon ein Thema. Das hat auch die Anleger hellhörig gemacht, mit Blick jetzt auf Uran und auf die Aktien von Uranproduzenten. Das ist Uran, ein Jahreschart hier von der Seite von Trading Economics. Es hat einen Kurssprung gegeben, das übliche kurz nach dem Ausbruch vom Ukraine-Krieg. Das war bei vielen Rohstoffen so. Es ist dann wieder abgerutscht von 65 auf 45 Dollar. Aber seitdem haben wir doch eine solide Seitwärtsbewegung oder mit ein bisschen Fantasie sogar eine leichte Aufwärtsbewegung. Und damit eben die letzten Monate auch eine deutlich bessere Kursentwicklung als bei den meisten anderen Rohstoffen. Kupfer, Aluminium, Eisenerz und so weiter. Die sind ja in der gleichen Zeit stark gefallen. Das ist einer von den großen Vorteilen von Uran. Es ist eben nicht konjunkturabhängig. Und hier haben wir den 5-Jahres-Chart, wo man sieht, wir sind da schon länger in einer Aufwärtsbewegung, die auch ziemlich robust ist seit einiger Zeit. Und das ist der 25-Jahres-Chart. Da sieht man, wo wir schon mal waren, nämlich bei 140 Dollar sogar schon mal vor der Finanzkrise. Das war wahrscheinlich eine spekulative Übertreibung. Dann eine scharfe Korrektur nach der Finanzkrise, vor 2011 dann wieder eine Erholung, die dann aber gestoppt worden ist bei 75 Dollar durch Fukushima. Dann natürlich erstmal jahrelang abwärts und jetzt geht es aber wieder seit einigen Jahren aufwärts und zurzeit sind wir bei 51 Dollar. Ist da noch Musik drin? Ich mache es hier folgendermaßen jetzt. Ich bespreche jetzt in dem Video rein den Uranpreis, wie da die Aussichten sind und die Uranaktien, die gibt es dann im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Also so Klassiker wie Cameco und Katz Atomprom, aber auch noch ein paar andere Aktien. Wo stehen wir da jetzt? Was ist da in letzter Zeit passiert? Und die Reports von uns, die sind kostenlos natürlich. Wenn Sie sie noch nicht kriegen, können Sie sich also eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Hier also erstmal jetzt Uran und im Report dann dazu auch passende Aktien.
Was spricht für steigende Uranpreise? Natürlich die sogenannte nukleare Renaissance, dass eben einige Staaten zwar aussteigen wollen aus der Kernenergie, dass aber viele andere Staaten noch stärker auf Kernenergie setzen wollen. Und dass sie eben auch immer stärker gesehen wird jetzt als Waffe gegen den Klimawandel, dass sie eben inzwischen zum Beispiel auch von der EU zertifiziert worden ist als nachhaltig und als grün. Und die größte Rolle bei dem Ganzen spielt China. Ich bin ausführlich darauf eingegangen in meinem Video vom 21. Februar. In China laufen zurzeit Reaktoren mit einer Leistung von 50 Gigawatt. 2025 sollen es dann schon 70 Gigawatt sein und bis 2035 dann 150 Gigawatt. Das heißt ein Kernenergiezubau von 100.000 Megawatt in 13 Jahren. Und andere Länder haben auch große Pläne. Das ist eine Grafik von Bloomberg. Kernkraftwerke, die in Bau sind, in Orange oder in Planung, in Grau. China ist ganz vorn, wer auch gut mit dabei ist, das sind Indien und Russland. Bei Russland ist vielleicht nicht so ganz klar, ob das jetzt alles was wird. Und wir haben aber auch noch zum Beispiel die Türkei, Südkorea, Ägypten und so weiter. Und sogar Japan denkt ja jetzt über eine Laufzeitverlängerung nach für seine Kernkraftwerke. Großbritannien will jetzt jedes Jahr ein neues Kernkraftwerk bauen. Frankreich will 14 neue Kernkraftwerke bauen, wobei Frankreich ein Sonderfall ist. Es ist eine von den größten Atomnationen, aber von ihren 56 Reaktoren, die sie haben, sind 27 zurzeit gar nicht im Betrieb. Also da wäre schon viel damit erreicht, wenn sie die wieder ans Netz bringen. Vielleicht aber lieber auch doch nicht. Wie auch immer, hier haben wir eine Schätzung von Canaccord aus dem Jahr 2021 zur global installierten Kernenergieleistung. Sie würde demnach eben steigen von unter 400 Gigawatt im Moment auf über 500 Gigawatt im Jahr 2035. Und die World Nuclear Association, die geht dementsprechend davon aus, dass die Uran-Nachfrage, die letztes Jahr bei 62.500 Tonnen war, dass die steigt auf 79.000 Tonnen im Jahr 2030 und sogar auf 112.000 Tonnen im Jahr 2040. Klingt nach tollen Aussichten für einen Uranpreis. Es hat aber auch ein paar Haken. Das waren die Preise für Solarenergie, Windenergie, Strom aus Gas und Kohle und Kernenergie bis 2021. Bei Kohle und Gas ist jetzt natürlich wieder komplett anders. Die Grafik hier ist wieder mal aus dem Guide to the Markets von JP Morgan. Das ist eine Marktdatensammlung, die einmal im Quartal rausbringen, die auch tolle Informationen hat. Wie man sieht, Solarenergie hier in Blau, vor 12 Jahren war sie überhaupt noch nicht konkurrenzfähig. Man hat immer gesagt, die Sonne schickt keine Rechnung, das tut sie aber doch. Nur die ist auch immer niedriger geworden, die Module sind immer billiger geworden. Das gleiche mit Windenergie in Grau ist auch immer billiger geworden. Aber Kernenergie in Orange, das ist immer teurer geworden, sodass sie eigentlich gar nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Man kann streiten natürlich über solche Daten, weil Kernenergie hat schon eine andere Qualität für den Versorger. Es ist zuverlässiger, planbarer Grundlaststrom. Und wenn man jetzt bei Solarstrom zum Beispiel Speichertechnologie mit reinrechnen würde, dann wäre sie natürlich auch wieder viel teurer. Trotzdem, der Preisverfall für Solarenergie und für Windenergie, das ist potenziell eine Gefahr für die Kernenergie. Beziehungsweise der größte Gegner für die Kernenergie, das sind wahrscheinlich künftige Speichertechnologien und Speicherstrategien auch. Und es ist aber eben schon heute so, wenn ein Land die Kernenergie ausbauen will, dann ist das Energiepolitik und es ist wegen der Versorgungssicherheit, aber nicht unbedingt mehr aus wirtschaftlichen Gründen. Und wir haben außerdem natürlich auch bei den Kernkraftwerken immer längere Planungszeiten und Bauzeiten. Einer der letzten Reaktoren, die zum Beispiel in den USA ans Netz gegangen sind, das war 2016, da war der Baubeginn schon 1973. Das muss man sich mal vorstellen. Und dementsprechend gibt es da dann immer Kostenexplosionen und in dieser langen Zeit kann eben auch viel wieder passieren.
Die Haltung zur Kernenergie, die ändert sich ständig. Und es gibt ja die Gefahren, potenzielle Terrorgefahren nach wie vor. Dann der militärische Aspekt. Es wird ja nicht umsonst so viel berichtet über Saporischschja. Und wenn in der Ukraine jetzt stattdessen ein Windpark beschossen werden würde, dann würde man da wahrscheinlich weniger drüber berichten. Und die Endlagerung, auch immer noch ein Thema. Sogar in China, wo Peking ja normalerweise durchregiert, auch da gibt's Provinzen, die sagen, Endlager bei uns bitteschön nicht. Und vor ein paar Jahren gab's gegen sowas auch Großproteste da, zum Teil gewalttätig. Und das Projekt ist dann auch wieder gestoppt worden. Wackelsdorf. Trotzdem. Das ist eine Prognose für die globale Stromproduktion. Die Grafik ist von Cameco, die ist jetzt also nicht unbedingt neutral. Die berufen sich aber dabei auf eine Schätzung der Internationalen Energieagentur. Prognostiziert wird von 2020 bis 2050 nochmal ein Anstieg der Stromproduktion um 75% auf 46.700 Terawattstunden. Und ich vermute aber, wenn das, über das man zurzeit redet, Klimaschutz, Elektrifizierung vom Autoverkehr, Ersatz von fossiler Energie in allen Bereichen, Industrie, Heizung, Verkehr und dann ja vielleicht sogar noch so eine Art Wasserstoffwirtschaft, dann ist diese Schätzung wahrscheinlich sogar noch viel zu niedrig. Und so ein Tesla Model S Plaid mit 1020 PS, der muss auch irgendwie angetrieben werden und der braucht auch ein bisschen mehr als eine Waschmaschine. Der globale Primärenergieverbrauch ist riesig und die alternativen Energien decken davon auch erst 14% ab. Und die fossilen Brennstoffe müssen eben hauptsächlich substituiert werden mit Strom und der muss eben irgendwo herkommen. Und darum glaube ich eben doch, dass viele Länder in Zukunft eben doch auch auf Kernenergie setzen werden. Soll man auch als Anleger drauf setzen? Ich warne da vor zu viel Euphorie nach wie vor, weil es gibt da immer so diese Schubphasen der Uranbegeisterung mit ganz wilden Szenarien dann immer auch, wo die Leute dann ganz heiß drauf sind plötzlich. Und man muss schon sehen, das Minenangebot an Uran, das wird wahrscheinlich auch steigen die nächsten Jahre und umgekehrt die Nachfrage, die geht jetzt nicht über Nacht hoch. Insofern Uran ist ein Langfristthema eigentlich. Aber auf der anderen Seite, es ist eben auch nicht so exotisch oder so abwegig, wie viele denken. Eigentlich ist das Ganze eine relativ solide Wette. Und für die Uran-Nachfrage ist es am Ende auch völlig egal, ob der Uranpreis bei 10 Dollar ist oder bei 50 oder bei 150. Kernkraftwerke sind so teuer, dass der Uranpreis da nicht ins Gewicht fällt. Wenn sie erstmal dastehen, dann brauchen sie dieses Uran auch. Und das macht das Ganze eben, wie gesagt, auch konjunkturunabhängig. Es kann also funktionieren, auch wenn vieles andere eben zum Teufel geht, viele Sektoren, weil wir in eine jahrelange Stagflationskrise kommen oder wie auch immer. Insofern, meiner Meinung nach, Uranaktien sind eine interessante Beimischung. Es kann interessant sein in der Zukunft, in der eben viele Länder Kernenergie haben wollen. Aus dem gleichen Grund, aus dem man lange eben auch Erdgas haben wollte. Aus dem gleichen Grund, aus dem wir eben auch Dinge haben, so wie Cortison oder Darmspiegelungen oder Joe Biden. Sie sind eben das kleinere Übel. Ein Szenario gibt es aber, in dem der Uranpreis wirklich durch die Decke gehen würde, wenn nämlich Greta Thunberg jetzt endlich beschließt, dass sie die Kernenergie in Zukunft aggressiv promotet. Sie hat sich wohl schon vor Jahren verhalten positiv geäußert zu Kernkraftwerken, zumindest zu bereits bestehenden Kernkraftwerken, bis ihre Berater dann gesagt haben, sie soll das doch lieber bleiben lassen. Aber man sieht das alles trotzdem schon vor sich. Massendemonstrationen von Fridays for Future für längere Kernkraftwerkslaufzeiten und bei der Demontage dann von unseren letzten schönen Kernkraftwerken Leute von der Last Generation, die sich festkleben an den Abrissbirnen. Ich will jetzt aber hier keinem zu nahe treten, der da kämpft mit den besten Absichten. Darum höre ich jetzt auch auf mit dem Ganzen. Denken Sie noch dran, dass Sie sich eintragen für die gratis Zukunftsmärkte Reports, der nächste eben mit einem Update zu Aktien aus dem Uransektor auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.